Hallo und herzlich willkommen zu Teil 34 von Beyond Two Souls. Wir sind immer noch in dem Kapitel Sonnenmond. Nee, das stimmt nicht. Mond, Sonne? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, Jodie ist in Schwierigkeiten. Die wurde übelst gelingt von der Regierung mal wieder. Und der Nathan ist durchgedreht. Total. Der kriegt nichts mehr mit. Und die einzigen beiden, die noch auf unserer Seite sind, sind Cole und Ryan. Und natürlich der Aiden, und der hat die beiden jetzt geholt, um die Jodie zu befreien. Und ob das klappt, das sehen wir jetzt. Hui, so viele Neuigkeiten. Also. Okay. Eine Wache. Lass mich machen. Cole Freeman, ich habe Level 3 Autorisierung. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige ihm. Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung. Ich kann gerade nichts machen. Schleust uns an ihm vorbei ein. Ja, natürlich mache ich das. Ich muss mir nur selber kurz ein bisschen Übersicht verschaffen, was ich hier tun kann. Tisch 42, hallo. Okay, damit habe ich den jetzt wohl ein Zeichen gegeben, dass ist der sicher ein Fehler passiert. Sehen Sie doch noch mal nach. Cole Freeman und Ryan Clayton. Natürlich. Das habe ich doch gleich gesagt. Geht sie durch. Danke. Schnell halten. Führ uns zu Jodie. Das war jetzt gar nicht offensichtlich, von mit dem Geist zu reden vor der Wache. Depp. Das ist doch mal cool. Gut. Und jetzt? Ja, jetzt geht's weiter. Ihr seid aber schnell. So, tschum, tschum. Wo ist die Jodie denn überhaupt? Ich habe gar keinen. Da war irgendwas. Also. Ja. Ja, komm, komm. Sind wir schon an der Tür? Das ist ja geil. Zack. Habt ihr gesehen? Hier. Mach auf. Mach auf. Mach auf. Jodie ist hier? Ja. Ich komme aber nicht durch die Tür. Doch, scheinbar schon. Jodie! Sie ist raus. Nathan! Er deaktiviert das Eindämmungsfeld. Was? Was? Warum sollte er das? Er ist wahnsinnig. Er glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Auch das noch. Kann man nicht einfach abhauen? Oh, natürlich nicht. Er hat's getan! Er hat's getan! Okay, los geht's. Hier lang! Heilung! Los, weg hier! Wir werden den. Nicht jetzt, Aiden. Okay, den Aiden können wir nicht übernehmen. Was soll man denn da jetzt noch machen? In den Aufzug? Echt jetzt? Wir haben vielleicht eine Chance, das Feld zu reaktivieren. Vielleicht ist es auch zu spät. Wir werden sehen. Ja,
Ja, jetzt. Ich sollte sie töten. Das Letzte, was die Infrawelt braucht, ist so ein Mistkerl wie sie. Gehen Sie mir aus dem Weg. Sie werden mich sofort ausbringen. Das ist ein Befehl. Verstehen Sie das als meine Kündigung? Sie gehen alle drauf. Ja. Wir werden alle sterben. Okay, jetzt finde ich den Ryan super. Okay, da ist das Portal-Dingens. What to do, what to do. Okay, da kann ich aber nur was. Das funktioniert nicht. Ich komme nicht an den Kondensator und auch nicht an das Eindämmungsfeld. Wir können hier nichts tun. Hauen wir ab, solange es noch geht. Warte. Eine Sache kann ich noch versuchen. Ja, bitte, versuch's. Oh, wow, wo läuft der hin? Oh, Kamera. Mach mich nicht hier. Wo sind die hingelaufen? Heilung! Die Zeit ist knapp! Ja. Jodie geht nicht schneller. Was hast du vor? Das ist ein mobiles Eindämmungsfeld. Das müsste lang genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Komm mit. Es gibt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Keine große Chance, aber die beste, die wir haben. Komm, das ist Wahnsinn. War da noch ein Gürtel? Wir müssen raus, ihr lasst das Militär bezahlen für den Mist. Ach komm, Ryan, jetzt heul nicht wieder. Jodie, nicht. Cole hat recht. Anders geht's nicht. Ryan? Haha. Ich wollte schon immer einen Heldentausch haben. Du hast Potenzial, Junge. Auf geht's. Die Betasonne ist im Zentrum der Kuppel. Niemand war je da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Oh, nicht, dass nur die Jodie zurückkommt. Nicht so eine Armageddon-Nummer, da habe ich keinen Bock drauf. Stürz mir jetzt nicht ab. Die Kondensatorzone ist auf der anderen Seite der Tür. Wir haben Gesellschaft. Sie haben uns nicht entdeckt. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Sonst hat der Trip in die Infrawelt bestimmt ein ganz schnelles Ende. Ich hab Schiss, ich hab Schiss. No, no, no. Nicht der Cole, nicht der Cole. Oh, fuck, fuck. Jodie, sie kommen! Jodie, nein! Los, lauf, 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 lauf. Mann, 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 Mann.
jetzt doch ganz gut, nein, oder? Nein, niemals. Ich lass dich nicht hier. Finde die Betasonne, Jodie. Nein. Oder niemand kommt durch. Er hat recht. Betasonne. So hieß das Kapitel. Komm schon, das kriegen wir doch geheilt. Papa. Ein hat getan, was er konnte. Ich kann doch bestimmt noch mehr als das Bein reparieren. Ist der, der ist aber nicht tot, oder? Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wird's hell. Die Betasonne. Los, zieh mich durch. Lieber Gott, lass das bloß ein Einspieler sein. Ich muss gar nichts machen. Bitte, bitte, bitte. Leider nicht. Okay, was müssen wir jetzt hier tun? Ich habe keine Zeit mehr. Okay, ich wollte ihm sagen, wie sehr ich ihn liebe, aber ich konnte nicht. Geil, hörst du das? Ja. Du darfst nicht hinhören. Geh weiter. Überhaupt nicht, ob ich hier richtig laufe. Drücke halt die ganze Zeit einfach nur nach vorne. In der Hoffnung, dass das stimmt, aber ich weiß es nicht. Man sieht ja nichts. Noch ihre Mutter oder was? Ich suche mein Baby. Hast du es gesehen? Nein. Nein, ich. Ryan! Oh, fuck. Der Ryan weg. Ryan! Oh Gott, was will der denn jetzt da? Ich kann sie nicht finden. Ich rufe sie, aber keiner kommt. Ich habe keinen Bock auf dich. Beschuldigen, argumentieren, rühren. Rühren? Du hast dich verirrt, Nate! Wie all diese Seelen! Du kennst dich selbst nicht mehr durch deine Trauer! Deine Frau und Tochter sind tot! Nichts kann das noch ändern! Ich vermisse sie! Ich vermisse sie so sehr! Rühren, kalt, entschlossen, entschlossen! Ich zerstöre jetzt diesen Kondensator! Und du hältst mich nicht davon ab! Es sei denn, du tötest mich! Der drückt ab, oder? Der schießt ja noch in den Rücken, da wette ich mit dir. Der kranke Typ, ey. Das Spiel ist so krass, das ist so krass. Oh Mann, ey. Ich hab euch vermisst. Ich hab euch so vermisst. Ei, ei, ei. Nur du kannst das groß beenden, Jodie. Du hast... Ja, der hat jetzt sein Happy End und wir haben hier Scheiß am Schuh.
Jodie, fuck, da bist du. So lang. Was war los? Seine Suche ist jetzt vorbei. Komm mit. Na gut, weiter geht's. Was erwartet uns jetzt noch? Wer kommt hier noch angestolpert? Gibt es noch einen Endkampf für Aiden? Man weiß es nicht. Mann, das ist aber echt ein weiter Weg. Ein weiter, weiter Weg. Aber es wird heller und lauter und windiger. Ja. Okay. Und jetzt? In dem Moment gehen die aus. Are you fucking kidding me? Mein Einsendungsgerät ist kaputt. Nein. Was? Sicher? Check die Bedienung. Ich sag doch, es funktioniert nicht. Fuck. Typisch Mann. Check die Bedienung. Fuck. Denk da. Mir muss was einfallen. Nee. Nein, was soll das? Sie hat doch den Einsen. Zerstörung der Betasonne. Jetzt nimm was und tu es. Ey. Der wird nicht zerreißen. Wenn der Ryan jetzt drauf geht, ne? Nimm das dämliche Ding und zerstör sofort den Kondensator. Ich bin wütend. Geh jetzt, bevor ich es mir anders überlege.